Hallo Leute, hier ist der vierte Teil. Hallo Leute. Hallo Leute, hier ist wieder euer Träger. Wir checken den vierten Part des Massive, Fade Let's Plays. Ich sag immer Massive Fade Let's Plays. Und heute werden wir ein bisschen Mistpeak erkunden. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak. Das. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Das ist die komplette Karte von Elbium. Wir scrollen hier ein bisschen rum. Wir waren Anfang des Let's Plays da und jetzt müssen wir dahin. Also ihr könnt es euch ungefähr ausrechnen, wenn wir hier jeden einzelnen Punkt abklappern müssen, sind wir ungefähr Ende des Let's Plays genau dort. Und es geht noch weiter. Zum Beispiel ist hier hinten noch, das ist Aurora. Das ist Aurora City, das ist eine Wüste, das ist noch eine Wüste. Da kommen wir auch noch hin und das ganze Gelände ist eigentlich riesig groß, aber wir fahren als erstes ins Vagabundenlager. Wer geht's jetzt? Sex. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Und noch eins. Und noch eins. Geschafft. Und noch eins. Wie kalt das hier ist. Kommt. Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja. Es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, dass es so schlimm ist. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören. Schon gar nicht einer Prinzessin. Ich spreche lieber zuerst allein. Gut. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich... Es ist aber ein Alten auszusitzen. Majestätisches. Ach so. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünsche mir Glück. Viel Glück, Wolle. Sonst sind wir bald erledigt. Vagabund Ryan. Und Vagabund Kurt. Kommst du, Hundi? Ach, übrigens, den Hund können wir einen Namen geben. Wenn ihr habt einen gescheiten Namen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wird ja auch sehr lustig. Und hier kaufen wir unsere Kleidung. Unsere erste. 301, 500, müssen wir kaufen. Hallo, wie schön euch zu sehen. Vor euch hat schon... Hallo, Madam? Jasper hier. Hallo, benutzt man das? Bitte mit. Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander... Oh mein Gott. Und nicht nur mein Stalker. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Ja, darfst du. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Wir öffnen erstens die Geschenke. Da haben wir Zeitverzögerungstrank, Set der Hundetrank, Versterne-Hundetrank und einen Kreaturbeschwörungs... Den ersten, wir verwandeln uns an Collie. In den Setter, weil ein Setter sieht viel cooler aus. Und wir gehen uns jetzt umkleiden. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenschlucht über. Dafür ziehen wir uns jetzt kurz aus. Also wir könnten so alle Gegenstände, und das sieht man ja. Mhm. Am Arm, wir behalten immer die Tower-Handschuhe an. Und jetzt hocken wir uns das Kostüm an.
und kann so anziehen, entweder einzeln oder ihr braucht nichts weiter zu tun, oder komplett auf einmal anzuziehen. Na also, ihr seht wie eine Vagabundin aus. Das sehen wir ja doch gerne. Ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Die Vagabunden so gut. Ist doch cool, finde ich. Und jetzt treffen wir diesen Sabine, würde ich sagen. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Und Sabine ist wirklich ein Mann mit viel Humor, würde ich so nennen jetzt. Also er ist wirklich einer der lustigsten Fable 3 Charakter und das beste Beispiel, wie verrückt Fable eigentlich ist. Und ja, wir sehen jetzt es selber. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht. Danke, Sir. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Eine echte Prinzessin. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinzessin. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert. Tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir. Ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, eine Heldin seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr eine Anführerin seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Oder... Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War es das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Hey, na dann los. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel. Er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Brightwall wieder. Hundi. Ja, wie gesagt, Sabine, ihr habt's gesehen, nicht Sabine außer. Und jetzt versteht sie die Verrücktheit der Fable-Charaktere. Da werden wir noch. Es ist schön, mal etwas Nützliches zu tun. Da werden wir noch viel seltsamere Gesellschaften treffen, außer Sabine. Wir werden, wie gesagt, Söldner treffen. Wir werden, wie gesagt, Verrückte treffen. Und ja. Ich glaube, wir kehren jetzt als letztes in dem Part noch. Das ist das Mistpeak-Tal, Freunde. Und wir bekommen dauernd Geschenke. Das hat nämlich einen guten Grund, den ich euch jetzt erklären werde. Aber erst tun wir das abwarten. Und unseren Hund lernen wir jetzt. Den Hundetrank, also den 5-Hunde-Trank, da steht ja RB. Jetzt haben wir einen ultimativen Hund. Also er hat alle 5 Sterne überall und ja, es ist kein Cheating. Es ist, wie soll man es erklären? Es gibt's offiziell zu kaufen und
in den Laden und jetzt schauen wir noch schnell ins Versteck, wenn wir Geschenke bekommen. Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich habe natürlich schon Gerüchte gehört, aber nur echte Helden haben sie überlebt. Ihr müsst da drinnen vorsichtig sein. Ja, die ganzen Kostüme, dann wuschelige Frisur, türkises Färbemittel, Weihnachtsmannkostüm. Das ist zu spät für Weihnachten eigentlich, knallroser Färbemittel, Flechtfrisur, cremefarbenes Färbemittel, heilende Tätowiersatz, schwarzes Färbemittel und asthmatische Bobfrisur. Wenn ihr ein Geschenk bekommt, bewahre ich es für euch auf. Und das sieht jetzt alles so aus. Alles ist in Ordnung. Diese drei Kleider haben wir schon bekommen. Das ist der Schlafanzug, den wir am Anfang des Let's Plays tragen. Das ist unser aktuelles Kostüm und das ist das Prinzessinnenkostüm. Dann, das haben wir doch die Geschenke bekommen. Highlander-Satz. Das sind jeweils das Frau und das Männliche und das ist das Weihnachtsmannkostüm. Also wir hocken uns einfach bloß eine Mütze auf. Ihr habt es euch überlegt? Sehr gut. Gut, dann Tätowierungen. Wir können uns tätowieren. Warte. Ich ziehe schnell unsere kompletten Klamotten aus. Dann können wir uns die Tätowiersätze anschauen, wie die auf der Haut aussehen. Wenn wir jetzt die einzeln machen, wie ich das Highlander, wir sehen uns zum Beispiel den Rücken, dann hier der Arm, hier die Brust, der Ausschnitt, ich drehe ein bisschen schön dahin. Gut, ich hatte meinen Spaß. Dann am Kopf sieht man es gut. Und so weiter. Der Rücken und die Beine. Wie ich behalte immer den Highlander-Tätowiersatz, weil er ein gutes Tätowiersatz. Dann unsere aktuelle Frisur ist die kurze. Dann durch ein herunterlaufendes Pack bekommen wir den Afro. Dreadlocks, wie man sieht. Und den Bob. Der Bob wird von mir hauptbenutzbar sein. Kleidung ist durchaus in Reichweite, wenn ihr welche tragen möchtet. Den Bob färbe ich mir aber jetzt anders. So sieht er nämlich viel cooler aus, ehrlich gesagt. Blond oder blond lila, ich lasse das lila noch drin oder ich mache das Strähnchen türkis. Wartet, schaut das so aus, das schaut schon hässlich aus. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, einen kompletten weiblichen Charakter aus rosa machen. Das ist übrigens pink. Und ich hau mir noch ein stärkeres Creme rein. Dann haben wir es ähnlich gold, haben wir es ähnlich gelb. Na, ich muss ins hellere reingehen. Und ja, das ist erst einmal unsere Anfangsfrisur und von den Klamotten, Gesichtsbehaarungen, Tätowiersätze, Kostüme, werden wir es ein bisschen umfärben. Vom Prinzessinnenkostüm, also da werden wir hauptsächlich mal nur den Rock tragen, dann hier vom Highlander-Kostüm den Oberkörper, und hier die Füße, dann Handschuhe, welche Handschuhe schauen am besten aus, natürlich die, und Hände, zurzeit nichts. Das ist schon um einiges weniger lächerlich. Wolltet ihr das auch erreichen? Wir haben zurzeit wenig Legierungsfarbe, deshalb können wir nicht viel machen. Aber die Füße werden jetzt in ein komplettes Schwarz gemacht. Gehst du runter? Dann, der Rock will er auch komplett schwarz haben. Das erinnert mich eher an ein Grau, oder kommt mir das bloß so vor? Ja, so ist es schon viel besser. Also Füße auch. Moment mal, wie war das jetzt? Ohne das Set war es ja. Viel besser. Ohne das. Ja, und jetzt sieht es auch, jetzt hat es einen kleinen abenteuerlichen Stil drauf. Also wir gehen in den Winter ohne Oberteil raus. Begrüßt die Welt und tut so, als mache es euch nichts aus, wenn sie vorgibt, euch nicht zu kennen.
Und ja, das war der erste Part. Wir haben uns neu eingekleidet und ich würde sagen, das war der vierte Part meines Fable 3 Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Tiger the Jack und ich sage, Wiederschauen, reingehauen, Servus.